Willkommen zurück zu unserem FJ Dynamics AT2 Tutorial. Um den Lenkradmotor korrekt zu montieren, beginnen Sie damit, das Originallenkrad Ihres Traktors zu demontieren. Entfernen Sie zuerst die Blindkappe. Lösen Sie dann die Mutter, die das Lenkrad befestigt. Beachten Sie, dass das Lenkrad auf einem Konus montiert ist, was das Abziehen erschweren kann. Sollte es notwendig sein, verwenden Sie einen Abzieher zur Unterstützung. Finden Sie anschließend die richtige Keilhülse für die Lenksäule. Diese sollte fest sitzen und sich nicht durchdrehen. Verbinden Sie die gewählte Hülse fest mit dem Lenkradmotor, indem Sie die mitgelieferten 6M4 Schrauben, Sprengringe und Beilagscheiben verwenden. Ein 3mm Imbusschlüssel wird zum Festziehen benötigt. Setzen Sie den Lenkradmotor auf den Konus der Lenksäule und befestigen Sie ihn mit der Original-Lenkradmutter. Dann befestigen Sie die FJ Dynamics Kappe erneut. Sichern Sie im nächsten Schritt den Lenkradmotor gegen Verdrehen, indem Sie eine der 5 mitgelieferten Lenkmotorhalterungen verwenden. Der Lenkradmotor sollte sich beim manuellen Drehen des Lenkrads kaum bewegen. Während der Montage wird auch das Typenschild an der Halterung befestigt. Prüfen Sie abschließend die Beweglichkeit des Lenkrads, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert wurde. Bis bald beim nächsten FJ Dynamics Tutorial.